Matthias Hawks, Die Hoffnung nach der Krise. Wohin die Welt jetzt geht oder wie Zukunft sich immer neu erfindet. Stell dir vor, es ist das Jahr 2040 und du sitzt in deinem gemütlichen Sessel zu Hause, während du über die Vergangenheit nachdenkst. Die Corona-Pandemie liegt bereits einige Jahre zurück und du erinnerst dich an diese Zeit. Aber wirst du an eine düstere Ära voller Krisen und Probleme denken? Oder wird deine Erinnerung von einem positiven Wandel geprägt sein? Der renommierte Zukunftsforscher Matthias Hawks glaubt an letzteres Szenario. Er betrachtet die Corona-Krise nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance für die Menschheit, wenn wir die Lehren daraus ziehen und uns von alten, ineffizienten Verhaltensweisen lösen. In dieser Buchzusammenfassung zu Die Zukunft nach der Krise laden wir dich ein, zu erkunden, warum die Corona-Pandemie eine Gelegenheit darstellt. Wir präsentieren dir auch einige Aspekte einer möglichen besseren Zukunft, die durch diese Krise ermöglicht wird. Zusätzlich wirst du erfahren, wie die AIDS-Epidemie zum Selbstbewusstsein der queeren Community beigetragen hat, was nach der Erfindung des Buchdrucks als erstes gedruckt wurde, warum die feministische Revolution möglicherweise kurz vor dem Durchbruch steht. Lass uns gemeinsam einen positiven Blick in die Zukunft werfen und erkunden, wie die Welt sich nach der Krise verändern könnte. Kernaussage 1. Corona? Haben wir ganz gut hingekriegt. Die Welt im Jahr 2021. Die Menschheit rast mit Vollgas in die Klimakatastrophe hinein. Trotz Finanzkrise steigt die globale soziale Ungleichheit in ungeahnte Höhen. Multimilliardäre bereisen das Weltall, während andere Menschen verhungern. Und die Politiker? Ja, die schauen bloß zu und lassen sich von den Lobbyisten die Taschen füllen. Kein Wunder, dass sie das Krisenmanagement der Corona-Pandemie dann auch noch vergeigen. So oder so ähnlich blicken viele Menschen derzeit auf die Welt. Matthias Hawks hat hingegen eine ganz andere Sichtweise. Was, wenn es insgesamt doch viel besser läuft, als wir denken? Nehmen wir Covid-19 als Beispiel. Hawks sagt, eigentlich haben wir das in Europa ziemlich gut hinbekommen. Nein, du hast dich nicht verhört. Schon klar, Europa mag einem nicht als erstes in den Sinn kommen, wenn es um das perfekte Krisenmanagement geht. Neuseeland etwa hat es viel besser hinbekommen. Hier gab es nur wenige Fallzahlen und kaum Maßnahmen. Allerdings ist Neuseeland auch eine Insel. Und mit Jacinda Ardern steht dort eine junge Powerfrau an der Spitze des Landes, die ihre Bürger auf die Einigkeit der Nation einschwor. Doch wie sieht es bei uns aus? Hättest du dir wirklich mehr Nationalismus gewünscht, um Corona in den Griff zu bekommen? Oder hätten wir es vielleicht so machen sollen wie China, wo die Menschen auch schon viel früher als wir Europäer wieder in Bars und Restaurants gehen konnten? Diese vermeintliche Freiheit hatte jedoch einen hohen Preis. In China herrschen seither noch strengere Überwachung und soziale Kontrolle. Worauf wir hinaus wollen. Hawks ist der Meinung, dass die europäischen Staaten mit der Corona-Krise so gut umgegangen sind, wie sie es in ihrer spezifischen Situation eben konnten. Statt an den einzelnen Entscheidungen herumzukritteln, sollten wir den Blick auf das lenken, was gut funktioniert hat. Das war nämlich eine ganze Menge und beileibe nicht nur Kleinigkeiten. So haben zum ersten Mal in der Geschichte fast alle Länder dieser Welt entschieden, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu gefährden, um alte und fragile Menschen vor einer Krankheit zu bewahren. Ist das nichts? Ist das nicht eigentlich die Art von Entscheidung, die wir uns von der Politik wünschen? Halten wir fest. Die europäischen Länder haben die Corona-Krise so gut gemeistert, wie sie eben konnten. Es kommt nur auf den Blickwinkel an. Ebenfalls positiv war, dass die allermeisten Menschen während der Corona-Krise vernünftig, solidarisch und fürsorglich blieben, auch wenn die Medien gern ein anderes Bild zeichnen. Kernaussage 2. Die Krise als spannendes Abenteuer. Bist du es leid, nur untätig herumzusitzen? Wie wäre es stattdessen mit einer Zeitreise zurück ins 17. Jahrhundert, wo wir eine unbekannte Insel entdecken? Los geht's! Wir erkunden die Insel, knüpfen Freundschaften mit ihren Einwohnern, segeln schließlich zurück und alles bleibt beim Alten. Das klingt nicht gerade nach einer aufregenden Abenteuergeschichte. Lass uns einen anderen Ansatz wählen. Wir setzen die Segel und finden absolut nichts. Stattdessen stranden wir mit unserem Schiff einen ganzen Winter im Packeis. Die Hälfte der Besatzung stirbt an Skorbut und Unterernährung, die andere Hälfte beginnt langsam den Verstand zu verlieren. Plötzlich taucht ein mysteriöser Ureinwohner auf, der mit einem magischen Zauber das Eis bricht und du und deine Mannschaft entkommen knapp dem Tod. Bei deiner Rückkehr bist du ein völlig anderer Mensch.
dankbarer, staunender und weltoffener. Was hat das mit unserer Geschichte zu tun? Nun, gemäß Matthias Hawkes durchlaufen alle Krisen vier Phasen. Die anfängliche Euphorie wird von einer Phase der Gewöhnung abgelöst. Die dritte Phase ist die Erschöpfung, die in unserem Beispiel durch den winterlichen Aufenthalt im Packeis symbolisiert wird. Die vierte Phase ist die Rückkehr in eine neue Normalität. Dieses Modell lässt sich auch auf die Corona-Krise anwenden. Anfangs waren viele von uns euphorisch und dachten, wir könnten die Krise gemeinsam bewältigen. Wir blieben zu Hause, nähten Masken und unterstützten moralisch unsere Freunde. Im Sommer 2020 folgte die Phase der Gewöhnung. Gegen Ende des Jahres begann die dritte Phase. Die Stimmung wurde gereizter, Querdenker riefen zu Demonstrationen auf und es kam zu Konflikten. Die Gesellschaft spaltete sich in Schlafschafe und Covid-Idioten. Natürlich waren nicht alle Regierungsmaßnahmen perfekt. Krisen sind jedoch so komplex, dass es keinen idealen Plan gibt. Man muss sich durch die Situation hindurcharbeiten und daraus lernen. Die dritte Phase bringt Stress mit sich, aber auch die Möglichkeit zur Transformation und zum Lernen. Nur wenn wir uns in einer Krise verändern und dazu lernen, können wir ihre Chancen nutzen. Tatsächlich haben viele Menschen genau das getan. Laut einer Umfrage des Think Tanks Global Future im Sommer 2021 in Großbritannien gaben fast zwei Drittel der Befragten an, während der Corona-Krise wichtige Veränderungen in ihrem Leben vorgenommen zu haben, sei es im Beruf, in Beziehungen oder bei der Wahl ihres Wohnortes. Das bedeutet, nur wer sich in einer Krise verändert, erkennt die Chancen, die sich durch sie eröffnen. Nun, nehmen wir an, viele Menschen haben sich durch die Erfahrung mit der Corona-Krise verändert. Gut. Was bedeutet das für unsere Zukunft? Das erfahren wir nach einem kurzen Exkurs. Kernaussage 3. Keine Pest, keine Moderne. Wir befinden uns im Europa des 14. Jahrhunderts. Die großen antiken Reiche sind bereits seit Jahrhunderten zerfallen. Völkerwanderungen und Kriege gehören zum Alltag. Die meisten Menschen leben in Armut, während einige wenige den Luxus des Adels oder der Kirche genießen. In den Städten beginnt sich bei Handwerkern und Händlern langsam Widerstand gegen das Feudalrecht zu formieren. Die erste Welle der Globalisierung bringt Luxusgüter wie Seide, Tabak und Weihrauch aus dem Osten nach Europa, allerdings nur in die Burgen der Reichen. Und versteckt in den Kisten der Händler reißt noch etwas mit, das Pestbakterium. Ab 1347 wütet die Pest in Europa und fordert mindestens ein Drittel der Bevölkerung. Die Reaktionen sind zunächst fanatisch und religiös, eine göttliche Strafe. Die Juden sind schuld. Oder vielleicht die Hexen. Gleichzeitig jedoch beginnt die Macht der Kirche langsam zu schwinden. Immer mehr Menschen beginnen zu ahnen, so schwer können sie nicht gesündigt haben, um solch eine Strafe zu verdienen. Tatsächlich entsteht, als die Pest schließlich abflaut, überraschend schnell eine neue Gesellschaft. Die Wirtschaft erblüht und die Wissenschaft macht große Fortschritte. Der Humanismus ersetzt die Religion und stellt das Individuum in den Mittelpunkt. Die Aufklärung bringt die Industrialisierung und eine Welle von Innovationen mit sich. Wir sehen also, dass die Krise der Pandemie neue Möglichkeitsräume eröffnet hat. Viele dieser Veränderungen wurden damals ermöglicht, weil mehr Land und Ressourcen für weniger Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Aber auch in den Köpfen der Menschen hat ein Wandel stattgefunden. Dinge, die vor der Pest undenkbar waren, wurden plötzlich als möglich betrachtet. Was bedeutet das für unsere heutige Situation? Nun, Epidemien können einen alten gesellschaftlichen Konsens infrage stellen. Geistige und politische Strömungen, die zuvor in der stabilen sozialen Ordnung versteckt waren, können durch Krisen an die Oberfläche gelangen und sich leichter durchsetzen. Wenn eine alte Denkweise an ihre Grenzen stößt, muss eine neue her. Kurz gesagt, Pandemien haben das Potenzial, ganze Gesellschaften grundlegend zu verändern. Vor Corona herrschte beispielsweise der Konsens, dass die Wirtschaft ständig wachsen müsse. Wer weiß, vielleicht überdenken wir das nach Corona erneut. Kernaussage 4. Die Welt wird besser, trotz allem. Lassen Sie uns einen Blick auf eine andere Pandemie und ihre kulturellen Auswirkungen werfen. Auch sie wurde von rückwärtsgewandten Denkern als göttliche Strafe interpretiert. Die Rede ist von AIDS. Zwar handelt es sich nicht um eine herkömmliche Pandemie, aber bis 2021 hat sie immerhin das Leben von 38 Millionen Menschen gekostet.
Im Vergleich dazu erscheint Covid-19 mit weniger als 5 Millionen Toten bis September 2021 geradezu mild. Welchen Einfluss hatte AIDS auf unsere Gesellschaft? Die Krankheit breitete sich zunächst unter Homosexuellen aus, die in den 1980er Jahren in den meisten Ländern verfolgt wurden. Doch einige Jahrzehnte später, 2021, dürfen Homosexuelle in 36 Ländern heiraten und die Pride-Paraden überstrahlen vielerorts sogar den Karneval. Wie kam es dazu? Die zuvor verdrängte Minderheit musste sich organisieren. Viele Menschen erkannten, dass auch sie homosexuelle Freunde oder Verwandte hatten. Mitgefühl überwand die kulturellen Vorurteile. Das mag eine ungewöhnliche und dennoch positive Sichtweise auf die AIDS-Pandemie sein. Aber was, wenn sie die richtige ist? Was, wenn viele Dinge viel positiver sind, als sie auf den ersten Blick erscheinen? Diese Ansicht teilte auch der schwedische Statistiker Hans Rosling. Anhand klarer Daten zeigte er, dass fast alle Länder insgesamt eine positive Entwicklung durchlaufen und das auf nahezu allen wichtigen Gebieten: Gesundheit, Einkommen, Bildung, Menschenrechte. In fast allen Bereichen geht es uns heute viel besser als noch vor einigen Jahrzehnten. 1973 konnte weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung lesen und schreiben, 2020 waren es 3/4. Warum nehmen wir die Welt dennoch oft so negativ wahr? Das liegt an unserer Denkweise. Unsere evolutionäre Veranlagung führt dazu, dass unser Gehirn Probleme bevorzugt behandelt. Wir neigen dazu, uns mit Gefahren zu beschäftigen, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen. Das, was gut funktioniert, wird oft einfach übersehen, denn es passt nicht in dieses Muster. In anderen Worten, jede Krise bietet die Möglichkeit einer positiven Interpretation. Die Welt ist bei weitem nicht so düster, wie unser Gehirn sie oft darstellt. Nehmen wir also an, die Corona-Krise eröffnet völlig neue Möglichkeiten und die Welt ist im Grunde in Ordnung. Wie könnte dann die Zukunft aussehen? Welche Trends zeichnen sich ab? Wohin führt die Reise? Und in welchen gesellschaftlichen Bereichen sollten wir dringend Veränderungen anstreben? Kernaussage 5. Lassen Sie uns das Internet zähmen. Stellen Sie sich vor, das Internet wäre nie erfunden worden. Würde es Ihnen heute besser oder schlechter gehen? Einige mögen jetzt entsetzt denken, dann hätte ich keinen Job und müsste tatsächlich das Telefon benutzen, um eine Pizza zu bestellen. Der reine Horror. Aber betrachten wir es einmal von einer anderen Seite. Keine ständigen Push-Nachrichten, kein endloses Scrollen, bei dem Sie sich fragen, warum Sie das eigentlich tun. Keine Telegram-Kanäle von Verschwörungstheoretikern und keine Cookies, die Sie den ganzen Tag über bestätigen müssen. Das größte Problem des Internets sind heutzutage wahrscheinlich die sozialen Medien. Genauer gesagt, sind es die Algorithmen der großen Plattformen wie Instagram, YouTube und Facebook, die dazu neigen, unsere negativen Emotionen anzusprechen. Wir sind in eine Art Aufmerksamkeitsökonomie geraten, in der alles, was Aufmerksamkeit erregt, online erfolgreich ist. Und das sind oft hetzerische und negative Inhalte, unabhängig davon, ob sie der Wahrheit entsprechen oder gefährliche Fake News verbreiten. Haben wir das gewollt? Sicher nicht. Muss es immer so weitergehen? Auf keinen Fall. Vielleicht müssen wir einfach nur lernen, verantwortungsbewusster mit dem Internet umzugehen, so wie es bei jeder neuen Technologie der Fall ist. Als der Buchdruck erfunden wurde, wurden die ersten Produkte davon verwendet, um Flugblätter zu drucken, die zur Hexenverbrennung aufriefen. Heute würde kaum noch jemand den Buchdruck als gesellschaftsschädliches Instrument betrachten. Es kommt eben darauf an, wie wir unsere Technologien nutzen. Wie wäre es also, wenn wir die Corona-Krise als Startschuss für eine digitale Aufklärung sehen würden? Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass viele Menschen genug von der Art und Weise haben, wie wir das Internet nutzen. Immer mehr Menschen wechseln von Google zu Ecosia oder legen gelegentlich eine digitale Auszeit ein. Immer mehr Influencer widmen sich politischen oder sozialen Themen und werden zu sogenannten Sinnfluencern. Fassen wir zusammen. Für eine bessere Zukunft müssen wir lernen, verantwortungsbewusster und bewusster mit dem Internet, insbesondere mit Social Media, umzugehen. Und was können Sie selbst tun, um dem Social Media Hamsterrad zu entkommen? Kehren Sie einfach zurück in die reale Welt. Corona hat gezeigt, dass die Menschen nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen wollten. Sie wollten handwerken, stricken, Fahrrad fahren und Brot backen. Oft auch für ihre Nachbarn in Quarantäne. Es ist so einfach. Anstatt im Internet anonym Menschen zu beleidigen, können sie sich einfach solidarisch mit echten Menschen in ihrer Umgebung verhalten. Kernaussage 6. Sinnvolle Arbeit in lebenswerten Städten.
Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf vielen Ebenen durcheinandergebracht und uns die Möglichkeit gegeben, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Im Sommer 2021, als das Schlimmste überstanden war, bemerkten viele Menschen beispielsweise, dass sie keine Lust hatten, ins Büro zurückzukehren, nachdem sie im Homeoffice gearbeitet hatten. Das Time Magazine hat es treffend zusammengefasst. Die Pandemie hat gezeigt, wie sehr wir unsere Arbeit hassen. Jetzt haben wir die Chance, sie neu zu gestalten. Die Revolutionierung der Arbeitswelt ist natürlich keine einfache Aufgabe. Das System selbst will sich erhalten, und dazu gehört die strikte Trennung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Arbeitnehmer müssen physisch anwesend sein und werden dafür entlohnt, das zu tun, was ihnen die Arbeitgeber vorgeben. Dieses System ist mit vielen anderen Aspekten verknüpft, wie zum Beispiel dem Konzept der Kleinfamilie, dem sozialen Status oder dem gesellschaftlichen Zeitrhythmus. Vielleicht kann uns die Corona-Krise jedoch dabei helfen, dieses komplexe Geflecht zu entwirren. Wir haben bewiesen, dass wir auch im Homeoffice produktiv sein können. Mehrere skandinavische Länder haben gezeigt, dass eine 4-Tage-Woche gut funktionieren kann. Vielleicht ist es auch an der Zeit, die Trennung zwischen bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Care-Arbeit zu überdenken. Und wenn wir nicht mehr alle täglich mit dem Auto ins Büro pendeln müssen, könnten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Städte neu zu gestalten. Wie wäre es, Parks oder sogar Gemüsegärten anstelle von 6-spurigen Straßen zu schaffen? Es gibt bereits vor der Corona-Pandemie vielversprechende Trends in diese Richtung. Ein Beispiel ist der Aqua Tower in Chicago, den die US-Architektin Jeanne Gang und ihre Agentur 2009 entworfen haben. Der Turm hat 82 Stockwerke und über 700 Apartments. Das Besondere daran, es gibt einen Garten ganz oben, darunter Wohnungen, Büros und Geschäfte. Alle Ebenen sind über Balkone und Terrassen miteinander verbunden, was Begegnungsräume schafft und es den Bewohnern ermöglicht, alles, was sie zum Leben brauchen, fußläufig zu erreichen. Autos? Warum brauchen wir die noch einmal? Es ist absehbar. Die Zukunft könnte eine angenehmere, sinnvollere und nachhaltigere Organisation von Arbeit und Wohnen bieten als heute. In den Bereichen Arbeit und Wohnen tut sich auch sonst viel. Es gibt immer mehr gemeinnützige GmbHs, Coworking und Co-Living Spaces, Wohnprojekte und vieles mehr. Lassen Sie uns einfach ausprobieren, wie wir Arbeit und Leben aufwerten können. Kernaussage 7. Feminismus und Ökologie erfinden sich neu. Führende Politikerinnen wie Jacinda Ardern in Neuseeland, Sanna Marin in Finnland und Mette Frederiksen in Dänemark haben ihre Länder erfolgreich durch die Pandemie geführt. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Frauen grundsätzlich bessere Krisenmanager sind. Es ist vielmehr ihr Führungsstil, der in unserer Zeit bessere Ergebnisse hervorbringt. Diese weiblichen Staatsoberhäupter folgen dem Care-Prinzip, nicht dem Prinzip »Ich bin hier der Boss«. Dieser Ansatz hat sich während der Pandemie als erfolgreich erwiesen. Es wird immer offensichtlicher, dass der traditionelle männliche Führungsstil uns nicht weiterbringt. Weder die fundamentalistischen Taliban noch der klassische Machismo à la Erdogan sind zeitgemäß. Sie stehen für toxische Männlichkeit und Machtmissbrauch und sind dennoch an der Macht. Doch vielleicht nicht mehr lange. Frauen und andere fortschrittlich denkende Menschen wollen nicht länger im Rahmen des alten Systems gegen die alten Machthaber antreten. Stattdessen bauen sie bereits ihre eigene Welt. Die Black Lives Matter-Bewegung wurde vor allem von Müttern geführt. Bei Fridays for Future stehen Mädchen an vorderster Front. Frauen sind Kapitäninnen von Rettungsschiffen für Flüchtende oder leiten Architekturbüros und entwickeln revolutionäre Gebäude wie den Aqua Tower. Bald werden die Söhne und Töchter dieser Frauen erwachsen sein. Die Machos der alten Schule mögen vorerst noch Widerstand leisten, doch bald wird der Wind der Geschichte sie hinwegfegen. Die Corona-Krise hat dies wahrscheinlicher gemacht. Vielleicht hat die Pandemie auch einen neuen Blick auf die Ökologie eröffnet. Jahrelang glaubten wir, dass wir tatenlos dabei zusehen müssen, wie der Planet stirbt. Dann kam der Lockdown und plötzlich war das Wasser in den Kanälen Venedigs wieder strahlend blau. Die Krise zeigte uns, es ist möglich. Auch im Bereich des Klimaschutzes haben sich während der Pandemie Verbesserungen ergeben. Die USA und sogar China haben ehrgeizige Klimaschutzprogramme aufgelegt. Apple hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 CO2-neutral zu produzieren und selbst Aldi verkauft kein Billigfleisch mehr. Zusammengefasst, eine neue feministische und ökologische Welt ist bereits im Entstehen begriffen. Nicht alles ist bloßes Greenwashing. Hinter vielen Veränderungen steht ein mentaler Wandel. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir gar nicht so viel aufgeben müssen, um die Natur zu retten.
Unsere Erde verfügt über ausreichend Ressourcen, um alle in Wohlstand leben zu lassen. Wir müssen sie nur vernünftig nutzen. Zusammenfassung zum Buch von Matthias Hawkes, Die Hoffnung nach der Krise. Zusammenfassend betrachtet argumentiert Matthias Hawkes, dass die Corona-Krise die Welt möglicherweise verbessern könnte. Pandemien stellen immer eine gesellschaftliche Krise dar, die etablierte Denkweisen in Frage stellt. Eine Krise erfordert eine Weiterentwicklung der Betroffenen. Sowohl die Pest als auch die AIDS-Pandemie haben gezeigt, dass in solchen Zeiten oft gedankliche Strömungen dominanter werden, die zuvor existierten, aber nicht vorherrschten. Durch die Erfahrungen mit Corona könnten wir lernen, das Internet verantwortungsvoller zu nutzen, die Arbeitswelt und die Wirtschaft menschen- und umweltfreundlicher zu gestalten und zu einem neuen Feminismus und einer neuen Ökologie zu finden. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Vorstellungskraft zu nutzen. Wie werden wir in der Zukunft leben, arbeiten und reisen? Welche Rolle werden Religionen in einer besseren Gesellschaft spielen? Wird sich unsere Einstellung zum Individualismus verändern? Wie würdest du deine Welt gerne gestalten? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Veränderungen herbeizuführen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!